Hallo Leute, hier ist Taro 1992 Video und heute mit einer kleinen Review. Und zwar stelle ich euch heute den DX Mammut V-Stamp vor aus Kamen Rider Revise. Hier haben wir die Verpackung. Hier steht nochmal 50 Anniversary. Und hier ist der Mammut V-Stamp. Und hier sehen wir nochmal dann Revi und Weiss in der Form, die auf mit Mammut aber basierend auf Den-O ist. Weil wir haben ja Jubiläum und so. Was wir damit so alles Tolles machen können. Hier nochmal der Mammut. Bin gar nicht rum. Da ist der Mammut. Ich mag hier, mir sieht man natürlich auch wieder den Den-O-Kopf hier. Das Weiß vom Mammut gefällt mir. Und hier ist auch wieder diese, dass sie halt in das Plastik so Farbe haben eingossen lassen, damit es halt ein bisschen ungleichmäßiger aussieht. Gefällt mir. Drücken wir einmal drauf. Ja, machen wir auf. Reden wir gar nicht weiter rum. Wir brauchen den Revise Driver. Für die richtige Action hier. Okay. Mache ich es jetzt am besten so. Okay. So, dann drehen natürlich. Ja, da kommt am Anfang irgendwie der Boss des Landes, das Mammut, und dann am Ende kommt, es wird ein Marsch zum Finale oder so, und dann ist der Climax der See wegen Den-O. Ich finde auch, das Mammut, ja, ist okay, ne? Manche finde ich, sind die Stempel besser, mal schlechter. Bei manchen Tieren kommt es darauf an, wie das hier ist, weil auch da finde ich, ist es schwierig, das Mammut rauszuerkennen. Aber okay. Props dafür, dass man das überhaupt irgendwie schafft. Gut, wir machen natürlich jetzt den Remix. Das heißt, wenn wir uns beide kombinieren und das CGI-Mammut bilden. Was ich halt an der Stelle in der Folge ganz nett fand, war, dass, dass da diese Den-O-Gleise kamen. Das war ein ganz netter Touch, aber oh Gott. Na gut, machen wir mal. Ja, das war der Remix. Und dann haben wir den Finisher. Ja, und das war's dann auch schon. Hoppala. Damit sind wir mit der Review schon durch. Ich meine, ja, wir haben 2 Songs pro Stempel, ne? Insofern, aber ich mag die ja wirklich. Ich finde, die sind cool. Die liegen geil in der Hand. Aber ja, hier so, da muss man auch schon viel Fantasie mit einbauen, dass man hier das Mammut erkennt. Ja, klar, hier ist das Bein, das Horn, der Rüssel und so, aber für manche Tieren funktioniert das besser, bei manchen Tieren funktioniert das besser. Aber ja, ansonsten, das war's von der Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Taro 1992. Bis dann und ciao.